Schneid mir mal die Spitzen. Hat er das gemacht? Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video und zur 15., 16., zur neuen Folge von der Jungs-WG. Ja, für wieder alle, die neu dazugekommen sind, für die Jungs-WG immer noch nicht kennt. Die Jungs-WG ist eine Sendung von ZDF und Kika, wo man 5 Jungs nach Amsterdam auf ein Hausboot geschmissen hat. Die sind so zwischen, wie alt sind sie, 15 bis 17. Und die sind dann 4 Wochen dort ohne Eltern. Und wir haben jetzt halt schon 15, 14, 16 Folgen geguckt. Wer die noch nicht kennt, hier oder da, eins von beiden Seiten, kommt die Playlist jetzt. Die könnt ihr euch angucken und dann zu diesem Video zurückkehren. Und ansonsten fangen wir jetzt einfach mit der aktuellen Folge an. Und die Folge startet diesmal wieder ganz spontan und spektakulär mit WG-Post, die die Jungs erhalten in der Küche. Und sie sind super aufgeregt und begeistert. Lies vor. 500 Mücken. Geil. Es waren auch einfach nur 500 Euro für diese Woche drin. Mehr nicht, wie die Jungs auch alle begeistert sind. Wow, ja, 500 Euro, wow. Cool, wow. Ich freue mich richtig über das Geld, glaube ich. Wir haben von letzter Woche noch 170 Euro über. Also tschüss, dann haben wir 670. Tschüss, dann haben wir 670. Und wie wir bei der Mädchen-WG schon gelernt haben, wenn die plötzlich ganz viel Geld haben, gehen sie zur Kirmes oder so eine Scheiße oder machen irgendeinen anderen Kram, den man sonst auch halt macht, wenn man Geld zum Fenster auswerfen möchte. Doch bevor das alles passiert, startet der Tag diesmal in einer aufgeräumten Küche und Luke, Jeppe und Marc kochen das Frühstück. Warte, ja. Dann lass noch ein paar Eier machen. Leute, lasst doch sogar noch ein paar Eier zum Frühstück machen. Voll toll. Sieht man jetzt wirklich, wie aufgeräumt die Küche bei denen ist? Also sonst ist da einfach Chaos. Wollen die jetzt zeigen, zum Ende hin haben die Jungs es langsam gelernt, Ordnung zu halten, was sie wahrscheinlich schon vorher konnten, was der Rätin immer gesagt hat, nee, macht man nicht, damit es am Anfang chaotisch ist. Toll, dass es endlich zum Glück nicht mehr so dreckig ist. Egal, schauen wir nun Luke bei seinen Eierzubereitungsskills zu. Also Eier aufschlagen und einfallen lassen, ne? Macht man Spiegeleier. Alter. Ja, Luke scheint ein Experte zu sein, was das angeht. So richtig, wow. Kochst du nicht so oft Eier? Hä, Jeppe, wie kommst du jetzt auf die Idee, dass der Luke nicht oft Eier kocht? Guck dir das doch an, das sieht doch richtig lecker aus. Aber ich finde, das ist recht gut gelungen. Ich bin so ein... Was sage ich? Es sieht richtig lecker aus. No, einfach nein. Ja, während die drei mit Frühstück machen beschäftigt sind, haben sich dann Ruben und Alex für Bartgespräche wie immer ins Bad zurückgezogen. Und diesmal sind das Gespräche wie, hey, wie sehen wir wohl aus, wenn wir alt sind? Und dann zack, gibt's eine neue coole App, die sie immer benutzen und wir gucken uns mal kurz Alex in alt an. Oha, das sieht richtig aus wie der Typ aus der Werbung mit diesem Fischstäbchen. Ja, scheinbar wird Alex irgendwann später mal Captain Iglo werden. Ist doch auch was Schönes. Boah, die Omis kommen angerannt. Omis kommen angerannt. Ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nie ein Omi rennen sehen, außer wenn die zweite Supermarktkasse aufgemacht wird. Ich meine, ich habe sogar mal in Altenheim ein Praktikum gemacht und selbst da, wenn da Omis plötzlich irgendwohin gerannt sind, war das ein sanftes Aufstehen zu den Rollatoren. Ich glaube, Ruben ist da ein bisschen auf dem falschen Dampfer. Das Frühstück muss natürlich aber noch angerichtet werden und dafür habe ich einfach eine schöne Szene für euch. Ich fand sie einfach toll, deswegen dürft ihr sie euch kurz angucken. Au. Das Tolle an dieser Szene ist einfach, Marc sagt schon Au und U und A, während er noch die Holztreppe runtergeht und noch gar keine Schmerzen verspüren sollte. Aber okay, das war wahrscheinlich spontan von allen. Ich denke schon. Warte, das müssen wir aber... Was ist denn mit der Bank passiert? Das ist eine gute Frage. Was ist mit der Bank passiert? Die kriegen aber auch alles kaputt, oder? Okay, ich korrigiere mich. Jeppe kriegt anscheinend alles kaputt. Wie sein Bett in Folge 1. Er sitzt einfach irgendwo drauf und es bricht zusammen. Toll. Die Jungs haben sich aber dann gedacht, hey, jetzt wird es mal Zeit für einen richtigen Prank. Und das ist wirklich ein witziger Streich gewesen. Sie kleben die Bank nochmal ein bisschen mit Gaffertape fest und wollen dann Ruben und Alex reinlegen. Obwohl Ruben ja nicht dabei war, weil die Bank kaputt gegangen ist. Aber egal. Und das machen sie dann auch. Setzt euch, Männer. Dankeschön. Setzt euch. Okay, ein bisschen lustig war es schon. Alex Blick vor allem, der war lustig. Ja, und richtig durchdacht und schön gefüllte Magen, fett gefrühstückt, gehen die Jungs danach einkaufen. Wie clever ist das denn, mit vollem Magen einkaufen gehen? Dann hat man nicht so viel Hunger und kauft sich irgendeinen sinnlosen Scheiß. Das könnte ich nicht. Und da gibt es dann auch die nächste neue coole Challenge. Ey, wir haben noch eine Fritteuse zu Hause. Wollen wir richtig viel mal frittieren? Dinge, die ich selber noch nie gesagt habe. Aber warum nicht? Jetzt ist halt die Challenge in zwei Teams, wer die geilsten Sachen zum Frittieren findet. Sowas wie frittierte Butter oder frittierten Käse. Einfach geilen Scheiß. Ey, lass direkt zur Schokoladenabteilung. Boah! Jo, Schokolade mit Schokolade frittiert. Und dann suchen wir mal die Schokoladenabteilung. In normalem Supermarkt ist wahrscheinlich eine Süßwarenabteilung, aber nein, wir suchen die Schokoladenabteilung.
Wo sind denn die Schokoladenabteilung? Hier sind Süßigkeiten, glaube ich. Nein, das sind nur Chips. Nein, da gibt es nur Chips und so. Das ist ein dummer Süßkram. Wir müssen ganz woanders gucken. Es gibt doch eine gesonderte Schokoladenabteilung. Spoiler Alert gibt es nicht. Ja, nach erfolgreichem Einkauf mit 2 Einkaufstüten kommen die Jungs dann aber auch wieder zu Hause an und fahren mit ihrem kleinen Bötchen, fairen Ding, was auch immer das genau nochmal ist, rüber zu ihrem Hausboot. Warte. Oh, nein! Das ist mein Moment. Warte, wir können einfach zurückfahren. Wir können doch einfach zurückfahren. Und ich hab hier so Scheiß drauf. Ich spring jetzt ins Wasser. Wow. Ich schmeißt das Teil noch zurück zu den Jungs und sieht dann fantastisch aus. Hat noch jemand gerade die Tasche fast ins Wasser fallen sehen? Das wäre toll geworden. Wirklich. Aber es ist leider nicht passiert. Dank der vollen WG-Kasse können sich Marc und Jeppe einen neuen Haarschnitt leisten. Wieso dank der vollen WG-Kasse? Die hatten noch 170 Euro übrig von letzter Woche. Also das hätten sie sich auch vorher leisten können. Nur mal so. Ey, das hier sieht aus wie ein Friseursalon. Stimmt. Oh Gott, der Friseursalon tut mir irgendwie jetzt schon leid. Marc und Jeppe im Friseursalon. Oh Gott. Do you have like time to cut our hair? Yeah, of course. Der ganze Salon ist leer und die Frauen stehen an der Kasse und warten. Haben wir Zeit, uns die Haare zu schneiden? Nee, sorry, wir sind ausgebucht. He wants zero millimeter on the top. Haha, wie witzig, die machen ein paar Scherze, dass der andere die Frisur so und so bekommen soll. Wie lustig ist das denn? War ein lustiger Gag, reicht dann auch wieder. And you, and you can give him pink hairs. Wie die beiden Friseurinnen auch so gucken, so, unangenehm, warum sind sie da, worauf haben wir uns hier eingelassen, wir hätten nicht ja sagen sollen, wir sind so dumm. Ja. Oh mein Gott, diese kleine Kopfmassage beim Haarewaschen beim Friseur ist immer das Beste. Kleine Story dazu. Ich war vor einer Woche, 2 Wochen, keine Ahnung, hab ich schon wieder vergessen, beim Friseur gewesen. Offensichtlich. Und, was wollte ich jetzt erzählen? Und ich wollte schon immer so eine Kopfmassage bekommen, also eine richtig Kopfmassage, die irgendwie so zwischen 5 und 7 Euro bei einem Friseur kostet. Aber ich wollte die für Zeiten dafür. Bin ich Rich Boy? Nein, bin ich nicht. Also habe ich gedacht, ich muss sie irgendwie zu bringen, dass ich das bekomme, ohne dass ich das bezahle, weil das machen solche Menschen wie ich. War also da gewesen und beim Haare waschen und diesem Kopfmassieren, des Shampoos einmassieren, whatever, war ich so, boah, das ist das Beste vom ganzen Friseurbesuch immer. Und die Friseurin so, echt? Hast du schon mal eine Kopfmassage von uns bekommen? Und ich so, nein, was ist das? Das kenne ich nicht, was ist das? Die so, ah, das kennst du gar nicht? Dann gebe ich dir gleich meine Gratis-Kopfmassage. Ich so, oh, okay, oh, danke schön. Ja, und so habe ich dann eine coole Gratis-Kopfmassage bekommen. Und ich muss jetzt meinen Friseur wechseln, damit ich diese Masche einfach jedes Mal abziehen kann. Amazing. Okay, zurück zu Marc und Jeppe. Die sind mit mir fertig mit Haare waschen und es wird fantastisch werden. Schneid mir mal die Spitzen. Ah, hat er da gerade, hat er das gemacht? Okay, wow. Du siehst jetzt so fresh aus, so finde ich voll gut bei dir. Du siehst aus wie ein anderer Mensch. Es ist immer noch sehr wuschelig, aber es sieht tatsächlich ein bisschen besser aus, ne? Aber lass mal lieber Marc dazu was sagen. Sind auf jeden Fall gut gelungene Haare geworden und meine Haare sind auf jeden Fall kürzer. Ich finde toll, wie es im Interview dann auch schon wieder direkt vollkommen scheiße aussieht. Aber hey, wer bin ich zu judgen hier, ne? Was soll's? So, are you gonna pay together? Yes, of course. How much is it? It's 80 yes. Okay. 80 Euro? 80 Euro für so ein bisschen Haare schneiden? 80 Euro? Das, was? Also wahrscheinlich haben sie sich gedacht, so Gott, das war jetzt mega anstrengend mit denen hier. Das gibt noch einfach Nervenzusammenbruch, extra Kosten. Weil 80 Euro? Wie viel Zeit ist das für einen Friseurhaarschnitt eigentlich? Es gibt ja so Preisschwankungen zwischen 10 und 80 Euro offensichtlich. Ja, das würde mich 80 Euro. Die Mädels können auf jeden Fall jetzt kommen, weil meine Haare perfekt sitzen. Weil meine Haare jetzt perfekt sitzen. Nein. Weil die sich jetzt übrigens gefragt haben, hey, was haben die anderen drei die ganze Zeit gemacht? Zu Hause rumgechillt und nichts? Nein, die waren währenddessen, wie ich am Anfang der Folge schon sagte, auf einer Kirmes und haben da Challenges gemacht, die aber nicht super spannend waren. Aber Ruben hat die Challenges verloren und der musste deswegen natürlich eine Bestrafung durchleben. Der auf der Bühne tanzen! Nein, das könnt ihr vergessen! Ja, und er soll auf der Bühne tanzen vor diesen ganzen Leuten bei dieser Frau, die ihn nicht kennt. Mach doch einfach mal. Was? Ich kann nichts. Komm mit. Mein Gott, wie cool der Alex wieder ist, dass er einfach auch mitmacht und darauf selber Bock hat. Und es ist zwar super peinlich, aber irgendwie auch super cool. Alex ist und bleibt einfach der Beste in der WG. Ich sag's nur immer wieder und das ist einfach auch so. Und cool, wie die Sängerin auch direkt mit einsteigt. Das ist die Jungs-WG, wie ich sie mir wünsche. Ja, und das war's auch mit der 13., 14., 15., 16., keine Ahnung, schon wieder vergessen, Folge von die Jungs-WG. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben. Wenn nicht, Daumen nach unten. Ansonsten andere Videos, bla bla bla.
Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.